Hallo und herzlich willkommen zu MK Tools. Heute für euch ein Unboxing-Video und eine kurze Präsentation von der Makita Kettensäge DUC 254, die ich hier in einer Single-Variante gekauft habe. Also ohne zusätzliche Akkus und zusätzliches Ladegerät. Zum Lieferumfang gehört das Gerät natürlich selber, also sprich das Kettensägegehäuse. Dann einmal einen schönen Beutel von Makita mit zwei Zugseilen an den Seiten. Da könnt ihr natürlich auch das Werkzeug reinpacken oder zum Beispiel die Ölflasche, wenn ihr gerade mal unterwegs seid. Ihr haltet hier das Schwert sowie den Schwertschutz. Den packe ich euch jetzt mal eben aus. Für diejenigen, die sich jetzt schon fragen, die Schnittlänge beträgt 250 mm. Also große Bäume könnt ihr nicht da gerade mit fällen, aber Sträucher, Büsche geht damit auf jeden Fall. Eine ordentliche Dokumentation darf natürlich auch nicht fehlen. Dazu bekommt ihr das ordentliche Handbuch, eine Garantiekarte und noch ein bisschen was Kleingedrucktes. Und hier kommen wir eigentlich schon fast, ich will jetzt nicht sagen Herzstück, aber mit eins der wichtigsten Teile. Und es ist nicht jetzt hier dieser Schlüssel, womit ihr die meisten Funktionen der Kettensäge einstellen könnt. Sondern in diesem Fall meine ich natürlich die Sägekette als solches. Mit einer Aufteilung von 3/8 Zoll sowie einer Maximalschwertlänge von 250 mm. Kann man mit dieser Kette auch, und das könnt ihr mir ruhig glauben, Hartholz schneiden. Voraussetzung, um solche Hölzer zu schneiden, ist natürlich, dass die Kette optimal vorbereitet ist. Und in diesem Fall ist sie wirklich optimal vorbereitet. Die ist von der Fabrik her gut angeschliffen und ihr könnt damit sofort zügig losarbeiten. Ja, zum Gerät selber brauche ich euch nicht viel sagen. Die Geräte von Makita sind sowieso sehr gut und hochwertig in meinen Augen hergestellt. Stabil, dass das Kunststoffgehäuse, auch die Haptik von den Griffen, es fühlt sich auch in diesem Fall wieder sehr hochwertig an. Hier hinten an dieser stabilen Metallöse könntet ihr auch noch einen Karabiner anschließen. Schon fast wie gewohnt, der Brushless-Motor unterstützt auch Akkus bis zu einer Leistung von 6 Ampere-Stunden. Seht ihr auch an dem kleinen Stern. Der Tank für das Kettenöl umfasst in dem Fall 140 ml, ist vollkommen ausreichend, also ihr könnt da doch schon zügig mit durcharbeiten. Ich wollte gleich noch etwas zu der Dichtung sagen, da hatte ich leider etwas Negatives gelesen, gehe ich gleich aber nochmal drauf ein. Die Zuführung oder auch die Mengenabgabe von dem Öl habt ihr drei Einstellungsmöglichkeiten. Werkseitig ist das auf der mittleren Position. Die Schutzfunktionen sind wie vorgeschrieben. Ihr habt hier einmal diese Überfallsicherung. Das sollte mir immer nach vorne stolpern, dass euer Handgelenk die Sicherung auslöst. Die Kette bleibt sofort stehen. Und ihr könnt auch nicht versehentlich jetzt einfach nur draufdrücken. Ihr müsst zwangsläufig oben an dem Handballen die Sicherung runterdrücken, um überhaupt anfangen können zu arbeiten. Und dazu kommt auch noch, dass ihr oben den Startknopf einschalten müsst. Also eine sehr sichere Variante, wie andere Kettensägen aber auch. Da wir das Auspacken nun endlich erledigt haben, können wir jetzt zum wichtigen Teil übergehen, und zwar die Installation von dem Schwert oder auch der Kette. Das beigefügte Werkzeug hilft euch dabei. Ihr könnt damit diese kleine Mutter lösen und schon könnt ihr in das Innenleben der Maschine reinschauen. Auch wenn es den Anschein macht, aber an dieser Stelle braucht nichts mehr weiter vorbereitet zu werden. Die Sägekette, die ich bei meinem Paket dabei liegen hatte, passt natürlich genau auf das 25 cm Schwert von meiner Makita Maschine. Solltet ihr oder wolltet ihr aber auch eine andere Sägekette auf die Makita aufbringen, wäre das ja auch kein Problem. Ihr müsst halt nur darauf achten, dass es zu eurer Maschine und auch zu dem passenden Schwert passt. Übrigens noch ein kleiner Hinweis, an diesen beiden Positionen könntet ihr, wenn ihr wolltet, auch noch eine Baumkralle installieren. Aber bei der Größe des Motors und auch bei der Leistung des Motors würde ich selber davon abraten. Wer noch nie vorher eine Kettensäge, egal welcher Größe, in der Hand hatte, dem würde ich auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen, einen Kettensägenschein zu machen. Ich habe den damals bei der Freiwilligen Feuerwehr absolviert und bin dann auch glücklich, dass ich da noch einige Hinweise und einige Kniffe mit auf den Weg bekommen habe. Selbstverständlich ist die richtige Ausrichtung der Kette hier ausschlaggebend. Andersrum würde überhaupt nicht funktionieren. Selber könnt ihr es relativ einfach testen. Und zwar, ihr seht jetzt hier in dieser Einstellung den Vollmeißel.
der doch auch schon sehr ordentlich angeschliffen ist. Und daran könnt ihr erkennen, in welche Richtung sich die Kette dreht. Zusätzlich ist auf dem inneren Gehäuse auch nochmal eine Abbildung, wie rum die Kette richtig installiert wird. Hier zum Beispiel ein kleiner Kniff, wie man die Sägekette auf das Schwert drauf bekommt, ohne viel irgendwie rumhaspeln zu müssen. Ich habe es mir so beibringen lassen, das Schwert hochkant halten, die ersten ein, zwei Triebglieder der Kette einhängen, ein bisschen schütteln und fertig. Wenn ihr vielleicht noch einen schnelleren oder sogar einfacheren Weg findet, die Sägekette auf das Schwert aufzubringen, schreibt mir gerne unten was in die Kommentare. Bin ich immer sehr dankbar für. Das Aufbringen von Schwert jetzt auf die Maschine ist auch relativ simpel. Ihr müsst nur schauen, dass ihr die Treibglieder jetzt auch passend auf den Antrieb bekommt. Wenn alles passgenau ist und alles stimmt, dann hält die Kette und das Schwert auch schon selber auf der Maschine. Hier in der Nahaufnahme seht ihr auch nochmal ganz genau, dass die Triebglieder jetzt genau auf dieser Achse drauf sind und auch gut mitgenommen werden. So, fast geschafft. Das Einzige, was jetzt noch gemacht werden muss, ist den Deckel wieder auf die Kettensäge montieren. Damit niemand was falsch machen kann, hat Makita 2 Fixpunkte vorgegeben, die ineinander gebracht werden müssen. Wenn ihr euch daran haltet, kann nichts schief gehen. Nachdem ihr die Mutter nun handwarm angezogen habt, könnt ihr mit dem beiliegenden Werkzeug jetzt auch nochmal handwarm nachziehen. Bitte übertreibt es an dieser Stelle nicht. Handwarm reicht vollkommen aus. Für das Spannen der Sägekette braucht ihr wirklich nicht viele Umdrehungen. Was nur wichtig ist, spannt es auf keinen Fall zu fest, sonst habt ihr tatsächlich einen viel zu hohen Verschleiß an eurem Schwert. Zu lasch darf die auch nicht sein, das bringt die Gefahr, dass nachher die Kette während des Betriebes aus dem Schwert herausspringt und das ist natürlich eine ziemlich große Gefahrenquelle. Bevor es weitergeht, schaut bitte nochmal unter die Kettensäge, ob die Sägekette auch genau geführt ist, nirgendwo anschraubt, nirgendwo anliegt. Zu guter Letzt muss jetzt nur noch der kleine Öltank befüllt werden. Die Füllstandshöhe könnt ihr mit diesen drei kleinen weißen Feldern gut ablesen. Gut, wo ich die Makita-Maschine gekauft habe, da habe ich mir gedacht, gut, nimmst du von denen auch sofort das Originalöl. Ihr könnt natürlich auch anderes Öl verwenden. Wenn ihr noch irgendwelches übrig habt oder vielleicht eine andere Marke präferiert, dann nehmt einfach dieses Öl. In einigen wenigen Präferenzen im Internet konnte ich nachlesen, dass einige Nutzer sich darüber beschwert hatten, dass der Öltank undicht wäre. Dass man die Maschine, wenn man die dann aufhebt und die hätte länger an einem Platz gestanden, sich einen Ölfleck bilden und so weiter. Ich hatte bis heute noch keine Probleme damit, weil ich aber auch immer darauf geachtet hatte, dass selbst wenn ich jetzt im Garten unterwegs bin und befülle die Maschine mit Öl im Garten, dass keine Fremdstoffe einerseits zwischen diesem weißen Ring, den ihr jetzt hier sehen könnt, und auch der Gummidichtung liegt. Ich nehme immer mal einen kleinen Lappen mit, mache das sauber, schraube die Dichtung handwarm an und damit hatte ich bisher noch nie Probleme gehabt. Das Befüllen des Öls braucht ihr sicherlich nicht mit einem Trichter machen. Ich habe es hier nur genannt, weil ich wollte jetzt hier nicht unbedingt kleckern. Das Ganze wird dann nur noch handwarm festgeschraubt und dann sind wir eigentlich schon ready to go. Das Einzige, was jetzt noch gemacht werden muss, ist ein Akku einschieben. Das war's dann. Ich wollte jetzt nochmal ganz schnell eine Einstellung zeigen. Hier ein leerer Tank und hier könnt ihr sehen, wie es dann aussieht, wenn der Tank dann gefüllt ist. So, endlich ist die Maschine einsatzbereit und wir können endlich loslegen. Die Maschine wird in meinem Fall nur auf meinem privaten Grundstück benutzt und auch angeschmissen. Und wir werden jetzt hier, zwar nicht gemeinsam, aber ich wollte euch nur schon mal eine Idee geben, diesen Holunderbeerbaum fällen. Der ist ungefähr 10 Meter hoch. Übrigens, als perfekter Partner für diese Kettensäge würde ich euch auch hier den Makita Leisehäcksler UD2500 empfehlen. In der Videobeschreibung werde ich euch für dieses Gerät auch nochmal einen Link da lassen. In der Einstellung könnt ihr gerade sehen, wie die Äste oben aus der Krone
gehäckselt werden. Und das sind schon ein paar ordentliche Brummer. In meinem Fall habe ich nur 4 Amperestunden Akkus. Über die Reichweite kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil doch schneller mal dünnere Äste, mal auch mal ein paar dickere Stämme. Aber reicht vollkommen aus, zumal man hat ja oftmals dann noch 1, 2, 3 andere Akkus rumliegen oder auch die passenden Ladegeräte dafür, dass man da tatsächlich immer zügig arbeiten kann. Aber es können Akkus bis 6 Amperestunden eingesetzt werden. Für euch natürlich jetzt hier im Verlauf auch mal ein paar Teststücke. Ich musste natürlich auch zwischendurch wieder häckseln und natürlich auch meine beiden Jungs noch was bespaßen. Die beiden helfen natürlich tatkräftig dann bei der Gartenarbeit mit, solange die wollen. Mach mal eben, Bruno. Ja, Jungs. Ich hoffe sehr, dass ihr in diesen Einstellungen schon sehen könnt, dass die Maschine rund läuft. Auch ist der Späneauswurf auf der Maschine immer gegeben, egal aus welcher Position man arbeitet. Nach nunmehr ca. 5 Stunden Gartenarbeit sind das jetzt noch die letzten Stücke, die jetzt noch geschnitten werden müssen. Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt die Sägekette nicht einmal schärfen müssen. Ich hätte es machen können, habe es aber nicht gemacht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte da auch keine große Lust mehr zu. Der Holunderbär, wie eben gezeigt, ist gefallen. Die 10 Meter konnte ich gut zu 80% durch den Leisehexer durchjagen. Und die großen Stücke, die jetzt noch übrig sind, die möchte ich jetzt halt nur noch in kleine Happen zersägen. Normalerweise hätte diese Länge, wäre kein Problem gewesen, die eben auf den Anhänger zu werfen. Aber ich wollte euch doch zeigen, bei diesem Durchmesser und bei dieser Art von Holz ist dann doch schon das Limit dieser Maschine erreicht. Funktioniert immer noch hervorragend, trotz schon leicht stumpfer Kette. An dieser Stelle möchte ich euch nochmal einen Schnitt von unten zeigen. Oftmals ist es nur eine einfache Taktik, wie man jetzt zum Beispiel die Äste, die auf dem Boden liegen, oder auch in diesem Fall Baumstämme schneidet, ohne sich dabei das Schwert einzuklemmen. Ich habe jetzt rechts und links einmal nur ein kleines Segment Holz drunter gelegt, also schneide ich den Balken jetzt von unten ein, weil ich weiß, würde ich das von oben einschneiden, dann wird mir das Schwert einklemmen. Hier ist die Maschine wegen Überlastung stehen geblieben, vollkommen in Ordnung. Ich habe ja gesagt, bei dieser Stammdicke kommt die Maschine tatsächlich an ihre Grenzen. Aber ihr seht, wenn man ruhig und gemächlich arbeitet, schafft man auch das. Ich für meinen Teil räume jetzt alles zusammen, mache die Maschinen wieder sauber, mache einigermaßen klar Schiff. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, die ihr alle eingeschaltet habt. Wie gesagt, bei Fragen, Anregungen immer etwas unten in die Kommentare reinposten. Ich bin natürlich immer gewillt und hoffe, dass ich so viele der Fragen beantworten kann, wie es mir nur möglich ist. Wie üblich findet ihr alle Maschinen und Werkzeuge, die ich benutzt habe, unten in der Videobeschreibung. Bleibt gesund, euer Marco.